Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Lieblingspodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Denk dich frei, deinem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Sebastian Ruprecht und ich bin dir ganz, ganz, ganz sehr dankbar, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast. Wir reden heute über, du weißt es schon, unsere Gedanken. Und darüber, wie wir Einfluss nehmen können, dass diese frei sind und frei bleiben. Insgesamt ist das die erste Folge von einer Podcast-Reihe, von der viele weitere Folgen folgen mögen. Und vor diesem Hintergrund gibt es hier heute einige technische Aspekte, die jetzt einfach nur mal geprüft werden. Insbesondere die Tonqualität. Wir werden von daher einfach mal ausprobieren, inwieweit wir hier mit dem Hall arbeiten, Themen bekommen oder ob das soweit in Ordnung ist. Und dann habe ich auch noch ein weiteres Mikrofon, was ich hier zum Einsatz bringen kann. Einfach nur um herauszufinden, inwieweit dort ich nochmal technische Upgrades installieren darf. Ja? Fakt ist auch eins. Die ersten Folgen des Podcasts werden wahrscheinlich ohne Video ablaufen. Einfach nur, weil dieser Hintergrund noch nicht in das aktuell in der Final-Design-Phase befindliche Markendesign und Branding passt. Und deswegen werden wir jetzt als allererstes gleich einmal einen Nachbarort noch akustisch ausloten. Denn ich werde sicherlich auch das ein oder andere Mal, man hört es vielleicht schon, ich höre es ganz gut, dass hier eine ganz andere Akustik vor dem Hintergrund herrscht. Es ist hier ein bisschen dumpfer, ein bisschen ja, mehr gedämmt. Und ja, wir befinden uns hier in meiner Meditationsecke und finde von dem her die Verbindung zur Kamera, Integrated Kamera wurde abgebrochen. Wow, das ist bitter, aber ich hoffe mal, die Aufzeichnung läuft hier trotz alledem weiter. Und hier wird noch gar nichts aufgenommen, oder? Wundervoll. Wir machen hier weiter, genau. Herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast. Denk dich frei. Mein Name ist Sebastian Ruprecht und ich danke dir ganz sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. So, wir testen den Ton hier im Nachbarzimmer. Ich habe jetzt hier auch eine Rückmeldung auf dem Bildschirm drauf, ja, sodass ich also wirklich weiß, es wird gerade aufgezeichnet. Ich sehe die Uhrzeit, wie lange hier schon aufgezeichnet wird und bin natürlich wirklich gespannt, inwieweit sich das jetzt tonmäßig auswirkt auf die gesamte Aufnahmequalität. Und ja, wir befinden uns jetzt hier einfach nochmal kurz in einem helleren Raum, optisch zumindest. Ja, vielleicht ist das ja auch ein akustisch hellerer Raum. Und wir wandern noch ein bisschen weiter und haben hier noch den schlussendlich letzten Aufnahmeraum. Und ich bin neugierig, wie das wirklich hier klingen möge, wenn ich mir das jetzt gleich nochmal anhorche. Einfach nur, um wirklich ganz sicher zu sein, dass das passt. Auf jeden Fall bin ich hier irgendwie sehr glücklich mit dem Tool. Danke an die Firma Wondershare mit ihrem Tool Filmora. Dabei handelt es sich offenbar wirklich um ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Werkzeug, das hier unterstützen kann bei der Aufnahme von Video als auch Ton. Ja, weil das sehe ich hier immer auf meinem Bildschirm. 3, 2, 1 und dann geht es los. Herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Denk dich frei. Mein Name ist Sebastian Ruprecht und wir testen jetzt gerade das neue Mikrofon. Ich hoffe, es ist soweit einsatzbereit. Ich habe hier leider gerade keine Rückmeldung vom Gerät. Und
Ich werde jetzt nochmal hier, jetzt hört es sich schon ein bisschen anders an, ja? Also starten wir nochmal neu mit dem Ton. 3, 2, 1 und los geht es, ja? Herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast, Denk dich frei. Mein Name ist Sebastian Ruprecht und ich danke dir ganz, ganz, ganz sehr, dass du heute hier zuhörst. Jawohl, wir können hoffentlich gut zuhören, weshalb wir dieses Ding halt eben auch am und werden vor diesem Aspekt jetzt einfach mal jedes Mal, das ist witzig, wenn ich die Maus hier rausziehe, aus diesem USB-Steckteil, dann wird die Aufnahme gestoppt. Das wird uns aber nicht weiter abhalten, ja. Test ist jetzt hier einfach mal nur der Ton. Wir horchen, wie der Ton in den verschiedenen Räumen meines Palastes schallt. Und vor dem ganzen Hintergrund befinden wir uns jetzt an verschiedenen Orten und ich bin neugierig, wie sich das dann wirklich anhorcht, wenn ich mir das dann entspannterweise nochmal anhöre. Und ja, wir betreten jetzt den für mich so rein live klingenden, akustisch am hochwertigsten Raum, den ich hier eigentlich habe. Es klingt hier ausreichend gedämmt und schön etwas reduziert, so wie ich mir das eigentlich schon wünsche. Und ich bin neugierig, ob das dann hier mit der Laptop-Mikrofon-Technologie oder lieber mit dem Headset besser klingt. Und ja, würde jetzt vor dem Ganzen einfach die Aufnahme erstmal beenden und meine kleinen 3, 4, 5, 6, 7 Clipse aneinander rein und mit dem Filmora-Programm zu einem zusammenfügen und dann das Ganze einmal mit Ton und einmal ohne Ton, dafür mit einem schönen Thumbnail ausstatten und zu YouTube hochladen und direkt einfach mal hiermit die erste Folge von meinem neuen Podcast gestartet zu haben. Ja, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast bei Denk dich frei. Achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken werden Wirklichkeit. Danke, dass du da bist. Bis bald. Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Lieblingspodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Denk dich frei, deinem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Sebastian Ruprecht und ich bin dir ganz, ganz, ganz sehr dankbar, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast. Wir reden heute über, du weißt es schon, unsere Gedanken und darüber, wie wir Einfluss nehmen können, dass diese frei sind und frei bleiben. Insgesamt ist das die erste Folge von einer Podcast-Reihe, von der viele weitere Folgen folgen mögen. Und vor diesem Hintergrund gibt es hier heute einige technische Aspekte, die jetzt einfach nur mal geprüft werden. Insbesondere die Tonqualität. Wir werden von daher einfach mal ausprobieren, inwieweit wir hier mit dem Hall arbeiten, Themen bekommen oder ob das soweit in Ordnung ist. Und dann habe ich auch noch ein weiteres Mikrofon, was ich hier zum Einsatz bringen kann. Einfach nur um herauszufinden, inwieweit dort ich nochmal technische Upgrades installieren darf. Ja? Fakt ist auch eins, die ersten Folgen des Podcasts werden wahrscheinlich ohne Video ablaufen. Einfach nur, weil dieser Hintergrund noch nicht in das aktuell in der Final-Design-Phase befindliche Markendesign und Branding passt. Und deswegen werden wir jetzt als allererstes gleich einmal einen Nachbarort noch akustisch ausloten. Denn ich werde sicherlich auch das ein oder andere Mal, man hört es vielleicht schon, ich höre es ganz gut, dass hier eine ganz andere Akustik vor dem Hintergrund herrscht. Es ist hier ein bisschen dumpfer, ein bisschen ja, mehr gedämmt. Und ja, wir befinden uns hier in meiner Meditationsecke und finde von dem her, die Verbindung zur Kamera, Integrated Kamera, wurde abgebrochen. Wow, das ist bitter, aber ich hoffe mal, die Aufzeichnung läuft hier trotz alledem weiter. Und hier wird noch gar nichts aufgenommen, oder?
Wundervoll. Wir starten hier weiter, genau. Nein, wir machen hier weiter, genau. Herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast. Denk dich frei. Mein Name ist Sebastian Ruprecht und ich danke dir ganz sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. So, wir testen den Ton hier im Nachbarzimmer. Ich habe jetzt hier auch eine Rückmeldung auf den Bildschirm drauf, ja, sodass ich also wirklich weiß, es wird gerade aufgezeichnet. Ich sehe die Uhrzeit, wie lange hier schon aufgezeichnet wird und bin natürlich wirklich gespannt, inwieweit sich das jetzt tonmäßig auswirkt auf die gesamte Aufnahmequalität. Und ja, wir befinden uns jetzt hier einfach nochmal kurz in einem helleren Raum, optisch zumindest. Ja, vielleicht ist das ja auch ein akustisch hellerer Raum. Und wir wandern noch ein bisschen weiter und haben hier noch den schlussendlich letzten Aufnahmeraum. Und ich bin neugierig, wie das wirklich hier klingen möge, wenn ich mir das jetzt gleich nochmal anhorche. Einfach nur, um wirklich ganz sicher zu sein, dass das passt. Auf jeden Fall bin ich hier irgendwie sehr glücklich mit dem Tool. Danke an die Firma Wondershare mit ihrem Tool Filmora. Dabei handelt es sich offenbar wirklich um ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Werkzeug, das hier unterstützen kann bei der Aufnahme von Video als auch Ton. Jawohl, das sehe ich hier immer auf meinem Bildschirm. 3, 2, 1 und dann geht es los. Herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Denk dich frei. Mein Name ist Sebastian Ruprecht und wir testen jetzt gerade das neue Mikrofon. Ich hoffe, es ist soweit einsatzbereit. Ich habe hier leider gerade keine Rückmeldung vom Gerät und ich werde jetzt nochmal hier, jetzt hört es sich schon ein bisschen anders an. Ja, also starten wir nochmal neu mit dem Ton. 3, 2, 1 und los geht es. Ja, herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Denk dich frei. Mein Name ist Sebastian Ruprecht und ich danke dir ganz, ganz, ganz sehr, dass du heute hier zuhörst. Jawohl, wir können hoffentlich gut zuhören, weshalb wir dieses Ding halt eben auch am. Und werden vor diesem Aspekt jetzt einfach mal jedes Mal, das ist witzig, wenn ich die Maus hier rausziehe, aus diesem USB-Steckteil, dann wird die Aufnahme gestoppt. Das wird uns aber nicht weiter abhalten, ja. Test ist jetzt hier einfach mal nur der Ton, der Ton, der Ton. Wir horchen, wie der Ton in den verschiedenen Räumen meines Palastes schallt. Und vor dem ganzen Hintergrund befinden wir uns jetzt an verschiedenen Orten und ich bin neugierig, wie sich das dann wirklich anhorcht, wenn ich mir das dann entspannterweise nochmal anhöre. Und ja, wir betreten jetzt den für mich so rein live klingenden, akustisch am hochwertigsten Raum, den ich hier eigentlich habe. Es klingt hier ausreichend gedämmt und schön etwas reduziert. So wie ich mir das eigentlich schon wünsche. Und ich bin neugierig, ob das dann hier mit der Laptop-Mikrofon-Technologie oder lieber mit dem Headset besser klingt. Und ja, würde jetzt vor dem Ganzen einfach die Aufnahme erstmal beenden und meine kleinen 3, 4, 5, 6, 7 Clipse aneinander rein und mit dem Filmora-Programm zu einem zusammenfügen und dann das Ganze einmal mit Ton und einmal ohne Ton, dafür mit einem schönen Thumbnail ausstatten. Und zu YouTube hochladen und direkt einfach mal hiermit die erste Folge von meinem neuen Podcast gestartet zu haben. Ja, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast bei Denk dich frei. Achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken werden Wirklichkeit. Danke, dass du da bist. Bis bald.